Können wir jetzt anfangen? Bisschen HP2 Action. Ja, dann Ravage Ja, zuerst. wie? Keine Cheat Engine, kein LAN-Tool, kein gar nichts? Wie langweilig. HP2. Ja, wir fahren HP2, einfach starten. Funktioniert alles auf Anhieb. Oh, Afterburner konnte sich. Ob's auch nicht terminiert einhaken. Am Ende? Also, diesmal konnte sich OBS einhaken, aber dafür Afterburner nicht. Auch interessant. Steve, ich glaube, du bist dran. Bin ich dran? Okay, sorry. Oder ist Pete? Okay. So, dann ist Pete dran, genau. So. Er hat sich ernsthaft HP2 mitgenommen. Dann Stevie. Fehlt jetzt nur noch der Discord-Feed. Dann Tomatensalat. Das mache ich vielleicht echt. Dann komme ich. Ich weiß nicht, bist du auf dem IP-Launch-Discord? Wie willst du es denn da dann handhaben? Aber ich weiß, für welches Rennen ich verlieren werde, dieses. Muss ja echt noch einiges abändern. Und der Kehrsalat, so. Ich stell mir so vor, Pete spielt dann, keine Ahnung, sagen wir mal Gas, das ist das dann der Gas-Pete? So viele Pete's hier mittlerweile. Und dann, dann der HPR-Pete wegen. Aber irgendwie ist immer nur einer von den online. Ja, ist komisch. 3, 2, 1, los. Oha, das war einen schlechten Start gehabt. Ja, und ich schalte natürlich nicht, weil ich auf dem LM-Schalt-Dings eben gerade war. Ah! Ja, ich bin überhaupt nicht drin im Spiel, gerade Hilfe. Ja. Ah. Boah, das war ja krass. Wer ist denn da gegen die Wand gefahren? Wie? Der Netzcode. Ach, David, der Netzcode. Untersteuern, ich bleib auf dem Teppich hier. Was für ein Teppich? Ja, das wäre doch voll rutschig, wenn hier ein Teppich wäre. Ja, der ist gut festgeklebt. Ach, das ist ein fester Teppich. Oh Mann. Dann geht's ja. Na klar, guten Klebstoff, ne? Trittstift. Brettstift. Warum denn der Brettstift? Ja, sicherheitshalber. Falls der gute Klebstoff nicht reicht. Da klebst du deinen Teppich nicht mit Brettstift fest. Oh, ich hasse diese Abkürzung, aber ohne die wird's noch schlimmer. Du kannst nie wissen, was dein Vermieter gemacht hat, ne? Vielleicht hat er es ja wirklich so gemacht. Mit Brettstift. Och Mensch, was fahre ich mir hier gerade zusammen? Das ist ja überschreckend. Ich kenne eine gute Freundin von mir, die hat mal in der Bude gelebt mit PVC. Und sie hat Möbel bewegt und eine ganze PVC bewegte sich mit. Okay. Oha. Ich habe hier gerade richtig scheiße zusammengefahren. Dann war ja mal gar nichts. Da muss ja ein Unfall von Kirsch hoffen, der nicht sowieso nicht passieren wird. Nein, was dreht ihr sich? Schlechte Sachen. Habt ihr es gesehen? Der hat sich bei mir weggedreht. Ja, ich hab's genau gesehen. Ach Mann, warum? Welchen Gang warst du, Stevie? Weiß ich doch nicht. Ach so. Reiten ist, glaube ich. Hauptsache von Ravage erstmal so ein gehässiges Haha. Voll laut, Alter. Ja. Na klar. Damit das auch jeder mitbekommt, na klar. Okay. Alter, was ist denn? Ich kleb die ganze Zeit heute an den Wänden fest. Ja, den Crepe von Anfang kriegt man jetzt nicht mehr ausgebügelt, ne? Kirsch ist weg. Ich bin heute. Ich hab zweimal an der Wand festgeklebt und jetzt bin ich letzter dadurch. Ich habe Neustart. Ja. Hätte ich nichts gegen. Ich schon, ich bin auch. Wir fahren auf einer Tropenstrecke und ich bin nicht letzte. Alter, Fahrzeug! Und wieder! Alter, was ist das denn heute? Ach Gott, was ist das denn? Ich habe mich jetzt schon das dritte Mal resetten müssen. Abkürzung auch scheiße. Weil das Heck mich überholen will. Was ist das denn für eine Scheißkarre? Bei der Karre würde ich das Heck überholen. Ja, ich muss hier schon das dritte Mal resetten. Ja, eigentlich geht ja. Also wenn du gegen die Wand bounce, dann kann Dummes passieren, ja. Ja, dann schau, viel Spaß beim Video anschauen, dann siehst du mein Problem.
Ich habe hier das umgekehrte Problem mit dem Ding. Wie, dass er übersteuert? Ach, untersteuert, ja. Okay. Ja, untersteuert ja, in dem Sinne. Genau, eigentlich untersteuert, ja. Ja, dann erklär mir mal bitte mein Problem. Weiß ich nicht, also der eigentlich untersteuert das Ding. Ja, sonst was hier. Keine Ahnung, ich hätte schon fast gedacht, ich könnte heute besser als Ravage sein, aber... Ich bin hiermit offiziell Letzter, weil das Spiel das wollte. Ach, was? Der Server. Weiß nicht, was ich hier gerade mache. Das weiß ich auch nicht. Eieiei. Deshalb habe ich mich warm gefahren. Dafür? Das darfst du doch nicht! Das merkst du doch langsam! Nee, wenn ich das nicht machen würde, wäre es noch schlimmer. Ja, das stimmt. Aber für mehr als zwei Runden Stecker zu mir leider auch nicht gereicht. Ich fahre hier so scheiße gerade, das ist nicht zu glauben. Oh Mann! Heute haben wir sehr viel National Forest Release. Ja, National Forest Tag. Insgesamt viermal, wenn ich mich nicht gezählt hatte. Ja, und damit Wald auch gut dabei ist, ist natürlich auch Coastal Park noch dabei, ne? Soll ja nicht langweilig mit dem Wald werden hier. Coastal war das, glaube ich, mit den höheren Texturen, ne? Ja. Mit der Straße, wo du jedes Mal über mit einer Dampfwalze oder einem Traktor langfährst, damit die Risse sind. Der Monster-Truck war das. Mal gucken, was Kehr schon gefahren ist gleich. Naja, gut, war hier auch keine Runde. Wobei das aber der ersten Runde egal ist. Ja, meine war ja beide scheiße. Also wirklich richtig crap halt, ne? So richtig scheiße eben. Aber auf jeden Fall schneller als beim Warmfahren. Boah, warum überschlichten sich Scheißding sich jetzt? 2,47 hat sich schlechter angefühlt als das, ehrlich gesagt. Und da habe ich gedacht, das wird noch schlimmer als 2,47. Das geht ja noch. Wieder so Stecker und nicht verloren, das ist doch mal was. Ja, nur weil ich mich dreimal resetten durfte. Drecksteil, Alter. Vielleicht einfach die drei Resets direkt nach dem Start erledigen, dann hast du es hinter dir und verlierst nicht so viel Zeit, weil da bist du ja noch langsam. Das ist auch mal die Idee. Was hast du? Okay, 2,43 wäre ich eh nie hingekommen, Kirsch. Also hat sich das sowieso erledigt. 2,46 hatte ich beim Üben. Das ist die Abkürzung garantiert wieder, hundertprozentig. Na, die Richtung ist ja ganz anders. Die irgendwie. Abkürzung, die ist auch scheiße eigentlich. Und da war ich jetzt auch nicht flatter, da war ich jetzt vorsichtiger. Mit der Abkürzung habe ich nie nichts zu melden, also das ist... Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, die trotzdem zu fahren, weil man irgendwie trotzdem noch schneller ist, aber... Und du übst sie dabei gleich noch, ja. Es ist ja das Schlimme, dass hier trotzdem schneller ist. Das okay. Das Schlangenauto kommt jetzt. Dodge Viper GDS auf dem ersten Mal National Forest. Lass mich doch mal eintippen hier, Lenkrad. So. So. Da ist die Viper. So, und was fahre ich denn mal? Die Farbauswahl ist ein bisschen komisch bei mir hier. Nehmen wir die hier. Nein. Die Farbauswahl ist recht begrenzt. Ja, das hier. So, aber erst wenn ich darf. Gravage, so. Pete, ich. Genau, Revic als erstes, dann Pete. Pete, genau, dann bin ich das, soweit ich weiß, genau. Und der Kirschsalat. Dann so ein ganz komisches Kirschding. Ganz komisches Kirschding, ja. Und dann, mal gucken, ob mein Lenkrad artig ist. Jo. Oh, das war die Strecke, wo Stevie im Wald immer komisch abbiegt, ne? Nee, nicht immer, sondern Alter, nur am Start. Das habe ich einmal gemacht! Einmal! Ja, jetzt muss das zur Tradition werden, Stevie. Machst also, direkt nach diesem Baumloch gleich links abbiegen. Das ist mir beim Übung heute aber auch passiert. Was? Okay.
Was dann hat das jetzt ja er gemacht. Dann muss nicht mehr ich das machen. Du musst das doch nicht nachmachen zum Meter. Eigentlich nicht. Ich hab dir doch letztes Mal schon gesagt, dass ich dich abkürze, als nicht gut in diesem Fall uns ein Tomet, du machst es trotzdem nach. Hey, hey, hey. Nein, 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 aua. Nein, was machst du? Oh, nee. Wo ist denn der Gelbe hingefahren? So. Du bleibst hinten, Kirsche. Ja, Musst du erstmal an Stevie vorbei auf dem bis dahin zweiten Platz. Bis dahin zweiten Platz! No. Ja, wie war das? Wir sind gestern HP Remastered gefahren. Was hat euch bitte schon bei manchen Strecken hier an National Forest erinnert? Ja, das Aussehen. Remastered war echt so dermaßen scheiße, ey. Gott, da muss er ja immer privat müssen üben, der Teil. Traurig, dass ich gestern, ich habe aufgehört und was macht, sagt Leruti, wir machen noch ein Rennen, hörst auf. Ich denke mir so, ja, das danke. Fand ich genial. Ich höre ein Rennen vorher auf. Ja, vielleicht super. Könntest du mir aber vorstellen, dass er vielleicht auch aufgehört hat, weil ich nur noch über war. Vielleicht hätte er noch ein bisschen länger doch, gemacht, wenn du... Hat der Ravage auch schon vorher aufgehört? Nein. Oh, ich bin die Abkürzung nicht gefahren. Aber Ravage ist die gefahren. Nur ich hatte halt einfach irgendwann keinen Nerv mehr, weil ich halt durchgehend so schnell, einer der ersten war, die kaputt gegangen sind. Wow, ist das gut gegangen. Das hat mich halt... Du warst aber nah an der Wand. Ja! Aber sowas von... Alter! Wie gesagt, das Hot-Cursed Remastered Video kommt online, wenn mal irgendwann eins der beiden Videos mehr als nur 360 Spiele hat. Oh, der trifft. Jo, aber das wird noch dauern bei dir, glaube ich. Ja, mich wundert's, nach über 24 Stunden hat das Most Wanted immer noch nicht bekommen. Jetzt kommt das Kirschsalat, der Kirschsalat doch ran, weil ich da gedriftet habe beim Sägewerk. Es ist doch nicht die NFS4 Viper, Mensch. Aber gut ist die hier auch nicht. Nee, absolut nicht. Aua, warum muss ich jetzt beide Wände berühren? Warum? Oh, Mann, ey. Good to make it. Was, du auch? Nein, ich hab mich nicht feige resettet, ich hab einen schönen 360 gemacht. Hä? Was? Aber direkt schön hinter dir. Sexy. Auch genau bei rausgetragen an die Wand bekommen. Und ich sag mal, wenn es normale IP-Launch Reset Speed gewesen wäre, hätte ich mich auch resettet. Aber dachte, so habe ich halt einfach ausreden lassen. Ich dachte, ich bin das immer, der die Fehler dir nachmacht. So rum habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja interessant. So, ich hab's ja nicht nachgemacht, ich hab's gleichzeitig gemacht. Ach so. Und jetzt mache ich am besten gleich den auch noch nach, den du vorher hattest. Nur meiner war schlimmer als deiner. Ja. Oh, Ravage! Warum untersteuere ich an diesem einen Ausgang immer noch den Berg so? Och nö! Was mache ich da? Komm, jetzt überhol mich doch, damit ich nicht noch mehr Fehler mache. Das hat doch sonst beim Üben Mann. Gepasst. Das ist mein los. Fehler. Ja, los! Danke zum Hitze. Damit ich jetzt das habe ich doch nicht gehört, dass ich fürs Überholen mit mehr Einlenken versuchen. Du kennst doch mein Fahrverhalten. Ich muss 10 Milliarden Fehler machen, wenn ich letzter bin. Das, was scheinbar hier bei mir Standard ist. Anders darf ich nicht fahren. Ja gut, es lenkt halt schon ab, wenn da einer vor einem rumwuselt. Ja. Vor mir war ja keiner. Was ist denn mit mir los? Achso, du bist aber hinter dir. Achso, ja. Oh, sag mal. Und ich musste einen 360 im Tunnel machen. So behindert bin ich an... Oh Gott! Meine Fresse, Alter. Was ist denn mit mir los gerade? Wenn ich weiterhin so scheiße fahre, bin ich kurz davor, echt wieder auf Controller zu wechseln! 5 Millionen Fehler hier. Ja, dieses Auto ist aber auch irgendwie ärgerlich.
Und dieser Barachetta ist auch ganz schön ärgerlich. Ich habe ein Problem. Jetzt ist oben. Was hast du gemacht? Oh, ich habe mir ist gerade hinten das Kabel rausgesprungen. Welches? Vom Pedal zu den Pedalen. Oh, okay. Oh Gott, was untersteuerst du da so? Und dem gehört das gelbe Auto, ist auch ganz die Stelle unterwegs. Das ist ein Ravage. Der? Der, ja, der Ravage. Ein HP2 ist aber stark, du, wa? Alter. Der willst du ja auch wissen. Jetzt heißt es wieder gleich. Könntest du mal sagen, mach meine Katze, ist hier überall rumgesprungen. Was? Meine Nachbarin. Katze? Meine Nachbarin hat eine Katze. Und die springt in der kompletten Wohnung rum, wenn irgendwo ein Lärm ist. So. So. Und ich bin dann wieder mal der Schuldige. Da krieg ich jetzt mal eine Runde hin, ohne dass ich total behindert hier fahre. Alter, was ist heute bloß mit mir los, ey? Schlimm. Und hier mehr einlenken, weil ich sonst untersteuere. So, kriegen wir es auch hin. So. Da fuck, ey, ehrlich. Hier, wir müssen hier noch irgendwas in der Reihenfolge ändern. Wir können hier doch nicht so quasi als Deutschlandfahne ins Ziel fahren. Von der Reihenfolge der Farben der Autos. Ach, das geht schon. Dann mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Das passt. Warum ist Kirche jetzt schon wieder so dicht? Was habe ich jetzt wieder verkehrt gemacht? Ich will die Fahne ändern. Nur habe ich keinen Fehler gemacht und Kirche kommt trotzdem. Ich hab gesagt, Kirche will wieder lieber die belgische Fahne. Alter, warum fahr ich denn genau zum Baum, Alter? Ich hab keinen Bock mehr. Beschissenste Game überhaupt. Was? Nur weil da ein Baum steht? Nein, weil ich einfach komplett Probleme mit diesem behindertsten Game hier habe. Ja, viel zu wenig Cheat Engine, viel zu wenig Redman. Viel zu wenig raustappen. Ich untersteuere. Ja gut, raustappen geht nicht. Aber man darf Escape drücken während des Spiels. Oh. Ja. Okay. Ich fahr grad echt scheiße heute. Und die Rennen terminieren auch quasi immer. Ah, Kirsche macht einen Fehler da vorne. Hab ein Herz für schlechte Fahrer. Nö. Oh Mann, jetzt rutscht er da. Oh, und ich muss nicht meinen Trackball entfernen und gegen eine Maus ersetzen, damit das Lenkrad funktioniert. Nee, werd erster Kirsche, ich hab den ersten Platz nicht verdient mit meiner Fahrweise. Oh Mann, ey. Ich glaube nicht, dass Durchstarten dir viel bringen würde, so weit hinten wie ich gerade bin. Ich glaube, ich bin noch weiter hinten, also sei mal ruhig. Kann ich deinen Motor da vorne mal ausfallen? Uff, ungern. Kann ich mal alle Motoren ausfallen, außer beider? Kann ich den Osterei in den Auspuff stecken? Das boost ich da raus. Einmal kurz auf Nitro gedrückt. Aha, du hast Nitro. Deswegen bist du so gut. Ja, jetzt hast du dich verraten hier. War es ein Ostergeschenk fürs Auto, oder was? Das wird's wohl sein. Hast deinem Auto ein Ostergeschenk gegönnt. Ja, dann hätte ich auch gerade dieses Auto genommen, ja. Ja, mit Nitro kann man das bestimmt gut nehmen. Sag mal, Dennis. Was war passiert? War National V ist nicht sogar eigentlich die Strecke, mit der YouTube am meisten Probleme hatte? War schon ein bisschen, jo. Und ja, damit tun wir YouTube ja überhaupt keinen Gefallen. Echt? Ist das so, dass das langsamer kodiert, oder was? Nein, aber die ist hier so schwierig, dass YouTube mit der Bit, dem Spiel. Ja, mit unseren Texturen halt. Ja, wegen den Texturen halt. Bitrate-technisch am meisten Probleme bekommst. Huh.
Der schnelle Vorwurf ist, glaube ich, der. Ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist oder ob es noch ein Schlimmeres gibt, wo YouTube Probleme mitbekommt. Na, Mediterranean Paradise ist auch ziemlich high-res. Aber ist Mediterranean. Ja, aber Moment, das hat nur ein bisschen hochtexturiert. Sonst ist es aber eigentlich Standard geblieben. Eigentlich, oder nicht? Ja, die Straße ist auch besser aufgelöst. Aber wenn's nach dem geht, ist Coastal am schlimmsten. Ja, ist auch. Ist Artefakt auch ganz gut. Na, Boah. Schön auf mich zu warten, freut mich. Na, irgendwie macht das bei. Die Rundzeit ist mehr frustrierend. Irgendwie macht das bei Highsticks mehr Spaß, da habe ich die Chance gegen Kirsche. Ja, das ist ja. Du bist Erster. Und teilweise sogar eine Chance gegen Ravage. HP2 ist halt Kirsches Game ever, ne? Ja, das ist absolut. Das habe ich aber auch so viele Stunden gespielt. So viele Wochenende nichts anderes gemacht. Nannte sich dann Studium. So, nächster Rennen. Wir haben ja eigentlich zweimal den TS50. Sehe ich das gerade richtig? Ja. Ja, die, und ja. Der fährt sich auch wieder, wie er heißt. So, was haben wir denn jetzt in Diablo? Okay. Ja, den Diablo VT. Lass mich raten und ihr wisst genau, auf welcher Strecke wir fahren. Ja, National Forest natürlich. Wisst ihr die Reihenfolge noch? Also Pete war es jetzt, glaube ich. Ja, wenn er mal auch wählen würde, könnte ich weiter wählen, danke. So, dann dürfte ich jetzt hier dürfen, ne? Auswahl war nur so. Und jetzt der Kehlsalat noch. Ah, okay, hast du. So, ich drehe mich dann wieder 10-mal und dann seid ihr weg, irgendwie, ja? Ist das richtig ungewohnt, dass ich vor die mit auswählen darf. Wieso? Naja, das würde suggerieren, dass ich der Drittbeste wäre. Nein, in diesem System. Ach so. Ja, ja, da fehlen halt auch ein paar Leute, die nicht mitfahren. Ja, klar. Können wir auch mal was anderes fahren als ein National Forest? Wäre das mal was? Ja, heute nicht. Ich meine schon, aber nicht viel. Wobei, es fahren ja hauptsächlich die nicht mehr mit, die etwa auf meinem Niveau sind. Das ist ja auch. Ja, die haben sich alle verpisst. Die hat Angst vor dir. Ja, vor mir, das wird sein. Alter, warum durfte ich die jetzt nicht fahren? Egal, nee, aber die schlechten Fahrer, die zwei haben sich ja verpisst. Und war seitdem nie wieder gesehen. Mein Sleepstar und Lord. Ja, bei Lord war ja irgendwas mit dem Rechner. Ja, aber warum Deepstar sich verpisst hat, wäre mal eine Frage. Ich glaube, der hatte irgendwie eine Verletzung oder irgendwie sowas. Oh, die Verletzung zieht sich jetzt schon wie viele Monate? Na gut, Rückenschmerzen können sich ziehen. Was auch immer der da hat. Aber das Schlimmste ist, wenn bei Dennis sich neue Leute bewerben, wir haben sie das gesunde Stand gefahren. Naja, wenn Kami jetzt mitmacht, der ist zwar ein Most Wanted gut, aber ja, das Problem mit Kami hier und da. Wie willst du denn mit dem reden? Ja, aber oh, zumal, oder wie, oder? War Kami nicht woanders her? Marokko. Eben. Hey, oh. Achso, der kann kein Deutsch, oder? Soweit ich glaube, weiß nein. Oh, was? Und Dennis wird das schon irgendwie versuchen, gerne zu halten, einfach. Ja. Wo will ich denn hinfahren? Ich fahre die ganze Zeit nicht so, wie ich es eigentlich fahren will. Na, ihr seid mal wieder weg. Also fast schon. Aber Kirsch hat irgendwas gerissen. Ja, ich habe mich irgendwie angefangen zu drehen nach dieser Sandabkürzung und bin dann gegen die Wand außen gekommen. Oh, man. Nein. Gut gegangen. Nicht der verpasst einfach. Wie gesagt, also, aber ich glaube, Kami wird kein Deutsch können. Na, sicher nicht. Deswegen kannst du Kami. Alter, schon wieder darf ich die Abkürzung nicht fahren. Ach man. Ja, du weißt doch, wo sie ist. Ja, aber irgendwie will das Auto das nehmen. Jedenfalls wird das nicht klappen, dann. Ich glaub nicht mal, dass Kami ein Teamspeak will.
Ja, Deutsch wäre schon bei uns besser. Ja, der hat aber auch richtige Ping-Probleme. Wie war das bei Most Wanted? Wie oft hat die Liste einfach nicht funktioniert? Ach, Mensch. Und wie oft ist der rausgeflogen, der Wetsch? Ja. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir fahren wollen. Und jedes Mal fliegt er nach ein paar Runden bis raus oder so. Ja gut, wobei, als ich noch kein Headset hatte, da habe ich ja auch einfach gar nichts gesagt. Ja, oder? Darum geht's nachher. Die Sache ist aber, bei Kami ist leider sein Internet. Ich weiß nicht, ob es an der Entfernung liegt oder ob sein Internet, ob sein Internet grundsätzlich so schwach ist, weißt du? Ach, Jemine. Ach, Mann, ey. Was ist bloß mit dir los, ey? Most Wanted hatten wir halt richtig Probleme. Der ist bestimmt 2, 3, 4 Mal rausgeflogen oder so. Okay, ja gut, das ist leider wirklich ungünstig. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es an der Entfernung lag oder ob sein Internet Probleme macht. Komisch, immer kurz nachdem Peter ins Ziel kommt, beginnt hier so ein Hubkonzert. Das kann natürlich auch. Ja, das geht bei mir immer die. Das Rennen war richtig erfolgreich. Ja, nee, war's nicht. Du bist Zweiter. Oh, Tomate, Dritter, ja. Oh, guck mal, jetzt haben wir den TS Hufts. Wobei gut, ich glaube, Ravage hat einfach einen Fehler gemacht, weil ich bin immer noch 8 Sekunden nach euch. 1:32:10 hätte ich hier normalerweise fahren müssen und nicht in der fucking 1:35. Wieso bin ich eigentlich immer der langsamste von allen? Weil du mit Lenkrad spielst. Guck mal, mein Dennis fährt auch mit Lenkrad, du Dödel. Ja, er kann das. Ja, ich bin überlegen, mein Lenkrad bald echt an den Nagel zu hängen. Ne, gerade er ist auch abgegradet. Ich glaube, ich bin so schlecht gefahren wie immer. Ja, Ravage, zweite Runde ist genauso schnell wie die erste Runde. Ich bin sowas von am Überlegen, mein Lenkrad an den Nagel zu hängen für den für CRR. Das Rennen ging übrigens die ganze Zeit Vollgas. Ja, kannst ja Controller mal versuchen oder so. Also wer bei dem Rennen nicht... Das ging Vollgas. Das ging komplett durchweg Vollgas. Nur ich muss natürlich nur Fehler machen und... Du, Tomete ist zwar nicht dumm, aber alte Spiele kommen mit so einem Xbox 360 nicht klar. Dann habe ich nicht das links dran. Ja. Das wäre mal eine Chance gewesen, 3 Sekunden bessere Rundzeit als Kirsche zu haben, aber ich mache nur Scheiße. Und, den Controller, den ich von Dennis bekommen habe, der ist kaputt aus irgendwelchen Gründen. Der funktioniert nicht. Das ist auch scheiße. Dennis hat mir einen Controller gegeben, der irgendwie nicht funktioniert. Aber man muss dazu doch sagen, Z8 fahren wir jetzt, ne? Weiß gar nicht. Ja, totale Scheiße. Total scheiße. Ja. Aber diesmal lieber den richtigen Skin. Der ist 50, ne? Der fährt sich hier auch total scheiße. Dennis, die Schnittstelle macht bei mir Probleme mit deinem Controller, den ich von dir bekommen habe, und der funktioniert auch. Ja, kann ich ja nichts für. Bei mir funktionierte der. Du musst aber auch noch bedenken, dass bei HP2, da sind hier wirklich alle ziemlich, also außer wir sind hier alle ziemlich gut. Ja, Ravage, nimmst du jetzt mal? Ja, CS. Genau. So, ich hoffe, alle haben den richtigen Skin. Wie gesagt, sollen wir alle den Braun nehmen, oder was? Also ich hab ihn jetzt auf jeden Fall genommen. Dennis, ich weiß, bei dir läuft's. Keine Ahnung, ob bei dem Transport was kaputt gegangen ist, aber ich hab ein Schnittstellenproblem. Ja, muss ja dann. Eure Zuschauer müssen doch sehen, wie total scheiße dieses Auto ist. Ja, dann kann man die gar nicht auseinanderhalten, die Wagen auf der Karte. Ist doch egal. Ja, Mann, hallo? Mann, hallo? Was ist jetzt los? Synchronisiert? Tomate bestimmt. Es ist ja kein Nice, es wird schon kommen. Oder auch nicht. Es sind aber auch ein... Komm schon, was ist jetzt los? Was ist hier? Ach, fahrt ihr noch nicht? Ich führe schon. Nein, okay, ich warte natürlich auch. Neu starten. Kann er, glaube ich, nicht, oder? Kannst du das? Oh. Kirsch? Oh, Kirsch hat den Server verlassen. Ja, immer mir die Schuld geben hier. Ich sehe auch gerade, ich kann kein Escape oder sowas drücken. Oh. Ah, okay. Kirsch war das Problem also. Wie gesagt, Dennis ist nett von dir, den Controller, aber der ist leider kaputt gegangen. Du hast ja einen anderen, ne? Ich habe nur noch den Xbox 360. Ja, passt ja. Also müssen wir jetzt raus hier sowieso, oder? Nein, okay. das ist nicht nice. Ja, ich hole euch wieder ein, fahrt schon mal los. Wir spielen ja ein geiles Spiel gerade. Aber wir müssen auf Kirsch warten. Ja, ich bin noch dabei, das Spiel abzuschießen, es hängt gerade. Jetzt müssen wir warten, ich hoffe, das Spiel realisiert das. So, jetzt ist es weg, jetzt kann man es neu starten.
Ich glaube, weder das Need for Speed 4 noch HP2 mit einem Xbox 360 funktionieren, ohne dass ich jedes Mal nach links ziehe. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich kenne mich nicht mit Controllern aus, aber. Ich muss nämlich zum Ist da Beispiel nicht in. diese Dead Zone? Ich spiele ja auch mit Xbox-Controller. Need for Speed 4 hat es. Ob es HP2 hat, weiß ich nicht. Sicher. Der Demon hat mal das eingestellt. Die Sache ist zum Beispiel für Underground 2 Weiß irgendwer das Passwort noch? 760, ja. Muss ich halt von dem Widescreen-Patch diesen Dead Zone dann nehmen, damit das irgendwie funktioniert, weißt Ja, aber der Demon hat das bei mir eingestellt, du? das Ja. mit Edson. Das geht Was schon. nutzt du denn für ein Controlli? Ja, auch den Xbox. Hat Xbox er gerade gesagt. 360? Nein, aber 360 oder One? Ja, Xbox One, Ist aber völlig das egal, die haben das ist beide. egal. Ist egal, die haben das beide. Immer noch das Okay. Japaner. 360 auch gemacht. Nein, nicht die Wand, nicht die Wand! Wir sind hier. Sind wir schon mal gefahren? Ja. Schon, Ja, gleiche Richtung und so sogar. Die gleiche Richtung. Komisch, auch keine Bäume hier. Das Auto fährt sich nicht so gut. Das Auto fährt sich nicht so gut. Das unterschreibe ich sofort. Es fährt sich total scheiße. Darum heißt es ja auch so bei uns. Nein, nein, nochmal! Aber es hat ja super geklappt, dass alle Gewichte ins Skid haben. Aber heute ist das mehr echt, ey. Total scheiße, ich hätte weniger das Auto. Ich fahr immer scheiße, weil ich scheiße bin. Aber also, die Arplo-Rennen, das sind wirklich einfacher mit komplett voll. Das ist was? Scheiße. Im Remaster warst du gestern gut. Hey, die würden jetzt sagen, irgendwie habe ich immer gewusst, dass meine Autos auch ohne schlechten Fahrer verlieren können. Ah. Jetzt ist die. Alter, wirklich jetzt? Bin ich da ernsthaft jetzt gegengefahren? Jetzt ist die Frage, wen du meintest, dann wird's aber egal. Du. Ich glaube, ich meinte. Naja, dabei bin ich aber immer wieder als erstes verreckt. Jo. Aber. Was ist die Wegschuss? Also diese scheiß Abholz, die mache ich echt hauptsächlich mit Wollen. Aber das Beste ist halt, Rabbit, ich habe gestern das erste Mal dieses Spiel gespielt. Ja. Du warst ja gleich nach Lirote immer. Au. Wisst ihr, wir dann diese Randoms hatten, mit diesen komischen Leuten. Aber ich bin auch in der komischen Steuerung Leuten. Noch nicht so ganz aufeinander. Da ist muss ich halt, mal gucken, wie ich mir das bewege. Ist halt schön, wenn man dann so random Leute hat, die dann irgendwie Mates sind und du willst irgendwas machen und die Mates rammen dich einfach weg. Jo. War schön. Ich War will schön. Kopf. Ich will Richtung den meistgesuchten fahren und Mate rappt mich weg und ich muss erstmal gegen den KI fahren. Weil das es wollte. Aber wie fühlst du dich in deiner totalen Scheiße, Nicht so gut. Hätte jetzt gepasst, wenn du gesagt hättest, totale Scheiße. Ja. Ja. Och man, das mit dem Diablo, das war ärgerlich. Das war so ein geiles Rennen normalerweise. Da hätte ich echt mal gegen Kirsche anstinken können. Ach, Mensch. Ja? Weißt du, was traurig war? Ich habe heute noch mal kurz Hot Pursuit Remastered gestartet. Habe ein Kopfrennen gestartet. Wenn ich das vorher gestartet hätte, hätte ich gestern für den Multiplayer den Heli gehabt. Weil ich starte ein Kopfrennen und bekomme als Ausrüstung den Helikopter. Okay. Ich habe mich schlecht etwas veräppelt gefühlt. Und ich habe, und das glaubst du nicht, ich habe ja euch jetzt in der Freundesliste, somit habe ich ja die Speedwall. Ich habe bei zwei Rennen die Route geschlagen. Ja, aber ich bin gut unterwegs. Ich habe die Route geschlagen. Ja, was mache ich hier denn gerade für einen Bullshit? Da hängt irgendwie so ein brauner Kackhaufen hinter mir. Ausnahmsweise mal. Waren jetzt eigentlich ernsthaft alle den Skin? Oh, nee, ich sehe da so einen silbernen. Ich habe einen andersfarbigen irgendwie gesehen, aber ich Was weiß ist nicht, denn wer das andersfarbigen?
Ein ja, andersfarbigen ja. Peter. HP so kann man ihn wenigstens erkennen. HP2 ja, Peter. Ich hab die ganzen Skins installiert und so, aber irgendwie habe ich gerade die falsche Version gemacht. Du meinst wohl HP2 Peter. Also bitte. Ich bin auch, ja. Ich habe da mehrere irgendwie Versionen so. Ich bin nicht die falsche gestartet. Seid ihr alle rot? Rot sind wir. Kann aber eigentlich gar nicht sein. Ne, das ist ja was auch immer im Original-Skin halt eben dann die Farbe war. Ja, das Braune, das gab sie glaube ich im Original gar nicht. Achso, ja, wenn es eine ID ist, die es nicht gab, dann hinter die Default-ID. Also das erste entsprechend dann. Ja. Oder ein Nullte, aber ja. Auch ganz schön lange für eine Runde, Alter. Wobei die Farbe, die wir jetzt haben bei der Auswahl, die verhindert zwar, dass wir den falschen nehmen. Am letzten Endes hat das relativ wenig mit der Oberflächenfarbe zu tun. Das ist ja eher die Farbe der Kackhaufen, die da drauf sind. Stell dir mal vor, du hast die Kackhaufen auf allen draufgepackt. Und es ist egal, welche Farbe es wären, es wäre Kackhaufen drauf. Das wäre so. Oh, Steve, die hat mich überholt. Nee, ich fahr die Abkürzung. So, du bist gerade in der Abkürzung. Ja. Siehst du, du bist schon wieder 5. Oder 4. Ich hab keine Ahnung. 5. Nee, 5. Also, dass ich auf der Gruppenstrecke. Dass ich auf der Strecke 4. oder besser werde, das ist nun wirklich weitergeholt. Steht noch nicht fest. Ja, ob wir heute wieder unser berühmt-berüchtigtes Lied bekommen werden? Das gute Outro. Ja, jetzt muss es kommen. Ostern. Du musst das Bunny-Outro kommen. Also heute wäre es passend. Es wäre niemals der gute Lied, oder? Nee, aber Ravage, da komme ich im Leben nicht mehr ran. Ich habe übrigens heute den ersten Tag endlich wieder mal ohne Kopfschmerzen. Ich habe nämlich sage und schreibe als Nebenwirkung Kopfschmerzen gekriegt. Von was? Ich hatte am Mittwoch meine Impfung. Oh, krass. Es gibt tatsächlich Impfmittel in Deutschland, hätte ich nicht gedacht. Zum Glück. Obwohl, wer weiß, was die dir gespritzt haben, irgendwie Zuckerwasser oder sowas. Zum Glück nicht den schwierigen. AstraZeneca oder. Ja. Krass, wer hat denn da bestochen? Alle, von denen ich gehört habe, dass die damit geimpft wurde, haben Nebenwirkungen gehabt, also. Ja, hier, ich kenne jemanden, der hat der hatte hohes Fieber und Schüttelfrost. Ja, wobei so ein bisschen Fieber würde mich jetzt auch nicht ruhig stellen. Das ist noch warm, du hast eigentlich Kopfschmerzen eigentlich auch noch. Wie lang war's denn? Zwei Tage oder so hatte ich okay. Das. Viele sagen, bei der zweiten könnten die Nebenwirkungen mehr werden. Ich bin mal gespannt. Oh, ich hab gedacht weniger, weil da hast du ja quasi schon eine Menge Impfkörper, dann macht die auch weniger Auswirkungen, hätte ich gedacht. Ich habe einen recht engen Kontakt mit einem Sanitäter. Und der hat mir das sogar berichtet, dass Leute mit der zweiten das vielleicht ein bisschen schlimmer haben könnten. Der 6. Gang stinkt aber auch echt ab. Lohnt sich der hier überhaupt? Was ist denn mit dem? Das Krasse ist, normalerweise wäre ich noch lange gar nicht dran. Bist du nicht mit dem 5. dann nicht mal nur 2 rausgekommen? Wie viel hast du denn am Ende vor dem Bremsen gehabt an Geschwindigkeit? Bei dem 6. gibt's gar nicht. Was? Den 6. gibt's gar nicht? Ich hänge fast durchgehend im 4. oder vielleicht mal im 5. Also gibt auf jeden Fall mal einen 6. Aber der ist in der Tat ein bisschen komisch. Aber trotzdem, ich bin am Ende halt. Ich hab nur einen 5. Der Wagen kriegt doch noch nicht mal den 5. Gang ausgefahren. Der jetzt warte, du fährst. Pi, du fährst manuell oder nicht? Ja. Dann hast du auch einen 6.
Ob die totale, Scheiße den sechsten Gang. Die Settings kommen vom Server. Ob die totale Scheiße den sechsten Gang eigentlich kennt? Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Automatik und Manuell wie bei Highsticks oder so. Ja, aber ich hab doch auch Manuell. Wollte gerade sagen, gibt's hier überhaupt Unterschiede? Ich komm grad nicht in den sechsten Fall. Da hab ich nur gerade kann ich dir anbieten? Hä, das ist strange. Ja. Also selbst wenn wir hier irgendwie verschiedene hätten, nur mal angenommen, dann wär's trotzdem Server-Side mit dem Game Guy so. Ja. Hast du denn totale Scheiße als Auto? Ja, hast du. Ja, na klar! Ja, da fährt immer mal ein Auto, wer weiß. Wir fahren doch alle einzeln. Ja, wer weiß, wir sind letztes Mal auch alle aus dem VW gefahren und keiner hat's gemerkt. Ja, das ist aber ein anderer Grund gewesen. In der Seriennummer. Ja, das ist sehr ungeschickt. Ich hab die Exe, die du dann nachher gebraucht hast, ja nochmal durchgejagt. Ob sich jetzt das verändert hat, ich hoffe. Rutsch doch nicht so viel. Aber er kann gar nichts anderes als den TS-50 haben, weil wenn er was anderes hätte, würde er ja gewinnen. Stimmt. Naja, warte mal, ist in den TS-50 nicht der HSV mit drin? Nee, der ist eine andere Klasse, seltsamerweise. Eigentlich wird das aber dann gut reinpassen. Eigentlich müsste der TS-50 und der HSV, das müsste eigentlich Klasse F oder so sein. Hey, ich komme da nicht drüber weg, dass du keinen Sechsten hast. Hast du es mit Hochschalten versucht? Ja, definitiv. Aber mit Runterschalten? Nee. Würde ich das mal von ausgehen. Ach, Moment, hier ist ja gleich. Wie gesagt, selbst wenn die drei verschiedene Versionen haben, da ist es irgendwie anders. Es ist Server-Side. Also eigentlich dürfen auch verschiedene da. Ja, also das, was Dennis kann nicht sein, das gibt's ja nicht. Was ist das denn da hinter mir? Ja, wäre wirklich nicht verkehrt, wenn die Skins auch Server-Side wären. Ja, das wäre super, aber ja. Ich glaube, wir haben einfach dieses totale Scheiße-Update, weil so ein Kack-Auto. So ein Kack-Auto braucht ja keinen sechsten Gang, weil es ja viel zu langsam ist. Und um es einfach noch mehr zu toppen, hat es einfach einen sechsten Gang. Wie du es nennst, totale Scheiße-Updates. Noch mehr total beschissen. Wer kennt sich das totale Scheiße-Update? Ich hab noch nicht das neueste Update. Oder, warte, wir müssen nach EA-Logik gehen. Totale Scheiße-DLC. Oho, ja. wir müssen zum ersten Mal mit 120. Ja, und das war ich außenrum. Das ist schlecht. Wir müssen doch nach dem typischen Marktangebot von EA gehen, also total scheiße DLC. Und in dem DLC ist nichts anderes drin, außer dieses Auto. Das DLC würde ich mir nicht kaufen. Den ist mir nicht übel, aber es soll. Hat nicht irgendein etwas mit Update das Spiel nur ein Auto als DLC bekommen? Das kann schon sein. War das nicht sogar Heat, das Cover-Auto bekommen hat als DLC? Also ich würde es dem zutrauen. Sagen wir es mal so, aber ich habe die Teile nach an der Kaffee nicht mehr gespielt. Ja, natürlich ein bisschen flach. Mir fehlt nur noch Heat. Ich habe ja jetzt Hot Pursuit Remastered, mir fehlt eigentlich nur noch Heat. Ja, Heat habe ich auch nicht. Beste ist, ich habe Hot Pursuit Remastered und erstmal gleich fast 5 Stunden gespielt. Auch nur weil der Multiplayer damit dann dazu kam, weil auf einmal plötzlich ein Host dazu erschienen ist. Wie war das von der Wirtschaft? Hast du Bock auf Multiplayer? Ich frag mal kurz Luigi, ob das hostet. Kerstin kommt doch wieder ran, ich sehe das doch. Momentan sehe ich dich ja nicht mal vor mir. Also auf der Karte natürlich, aber. Ah, da war grad Rücklicht. Ah,
ist hört. Aber dieses Rennen. Spiegel zu links ist das wieder, was ich fahre. Totale Scheiße? Ja, das habe ich die ganzen vorigen Rennen gemacht. Total scheiße gefahren. Vielleicht läuft's mit Disturb besser? Läuft nämlich jetzt. Genau, im Moment läuft dieses Rennen allgemein besser. Und das ist spät. Ich wollte das Diablo-Rennen eigentlich gut fahren, weil das war doch echt mal eine Chance, gegen Kirsche anzustehen. Ärgert mich wirklich sehr. Wisst ihr, was ich gestern gemeint fand? Ich hab's ja gestreamt und ich krieg irgendwann zu hören, du verpasst was in Hogwarts mit der Musik. Und ich denk mir so, ja fick dich, ich streame es, ich kann die Musik nicht hören. Man könnte es auf YouTube streamen. Ich streame nicht auf YouTube, ich streame auf Twitch. Ja, hab ich dir so gesagt. Dann ist dein Problem. Es gibt Alternativen. YouTube ist für Video und Twitch ist für Streamer. Obwohl schon einige Streams per nur vereinzelten Aufnahmesessions auch auf YouTube gelandet sind. Ich meine, das Hot Pursuit Remastered, das jetzt bei jemandem lang geht, habe ich gestreamt und komme später auf YouTube. Wobei, Twitch hat natürlich den Vorteil, dass es, wenn man seinen Account da verbunden hat, dass es dann angezeigt wird. In was? Dass es bei Discord angezeigt wird, wenn man... Achso, ja. Hab ich ja so, ist ja so. Oh, dann haben wir Community Discord. Jetzt erwarte ich, dass du nicht gewusst hast. Du warst, glaub ich, auf meinem Community Discord, ne, Tomato? Ja. Was? Ich komm nicht gegen Kirsche halten in der Abkürzung. Wie hab ich das denn gemacht? Aber man sieht das ja auch in der Liste, naja, bei ich keinen Fehler gemacht. Ja, aber ich bin näher gekommen, ich kann dich jetzt so regelmäßig sehen. Kreis, ne? Ja, Discord hat man halt wesentlich was für Offlines und YouTube. Oh, hier kommt aber ran, Alter. Weil halt eben Twitch halt nun mal der Haupt-Augen-Netzpoint ist, ne? YouTube wird nicht wirklich als Streaming-Plattform gesehen. Ja, man, so, jetzt hörst du wieder mehr weg. Kohle machen kann, das ist der einzige Grund. Mhm. Du gehst dich um die Kohle. Auch nicht. Nur ich habe auf Twitch mein Streaming angefangen und jetzt zieh ich halt glücklicherweise da weiter. Leider kann ich heutzutage nicht mehr sagen, wegen der Musik, weil ja, ist auf Twitch schwierig geworden. Hashtag DMCA. Kann man nicht mehr das Radio. Und ja, musste gestern ernsthaft, damit ich Musik drin hatte, habe ich irgendwie eine lizenzfreie Rockmusik laufen lassen. Wollte ich eigentlich für heute auch, aber ich hab's vergessen. Was für heute? Einfach mal so aus Spaß, mal gucken, wie es ist. Den TRR-Rennen zeigt man mit so, nicht mit dem TRR-Radio, sondern mit was anderem. Aber irgendwie war da die typische Routine gekommen und das ist das TRR-Radio. Upsa. Zumindest haben wir schon mal die Musik, da kommt bestimmt auch gleich das Outro. Stimmt, das sollte langsam mal aufkreuzen, oder? Oh. Nein! Ich hab. Ach, so eine totale Scheiße. Mit den Krepp-Autos gewinne ich gegen ihn. Ja, wir sollten ihn nicht mehr nehmen. Ich find's übrigens interessant. Wir haben gleich Coastal Parklands. Und weil es so schön ist im Wald, haben wir danach an der National Forest. Das Schlimmste ist, mit diesem Kack-Auto bin ich heute am fehlerfreisten gefahren. Und die Autos, die sich gut fahren, da schmeiß ich alle Rennen gegen die Wand. Ey. Ja, vielleicht fährst du diese Karre. Und eine bessere Rundezeit. Vielleicht fährst du die Karre in Alpen Trails auch nochmal gut. Jedenfalls, das National Forest mit dem Diablo geht konstant Vollgas. Wie gesagt, wer es nicht Vollgas gefahren ist, hat was falsch gemacht. Ja, aber ich kapier's nicht. Irgendwas ist hier komisch. Du kennst meine Fahrverhältnisse. Ich kann das nicht im Vollgas fahren. Nur ich konnte es nicht auf den Punkt bringen, weil ich nur Scheiße gebaut habe. Ich hätte es gerne im Video gezeigt, aber ja, mein Fahrverhalten war sehr spannend. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob man da selber das anhaben kann, ohne dass es im Stream da mitläuft, aber dieses SR-Verbot bei Twitch, das könnte man theoretisch umgehen, indem man parallel irgendeinen Jitsi-Server offen hat, dann läuft, sagt man, okay Leute, geht da rein,
dann läuft es halt nicht aktiv im Stream, aber trotzdem könnten alle Zuschauer da es erst machen. Hier, Demon, du hast die gleiche Topspeed wie ich. Hast du den sechsten jetzt benutzt oder nicht? Was habe ich benutzt? Den sechsten Gang. Nee, lass mich mit dem sechsten Gang. Ich komme mit dem fünften nicht auf die Geschwindigkeit, die du gefahren bist. Ich bin gleich wieder da. Du mit? Okay. Bitte auf dem Server bleiben, bis das Spiel zu Ende ist. Achso, der ist nur. Ich wollte zum Mete was sagen und dann verpisselt er sich. Ja, der kommt wieder. Ey, das testet nachher nochmal. Ich komme mit dem fünften nicht auf die Geschwindigkeit. Der ist bei, ich weiß nicht genau, 215 oder irgendwas war der fünfte mir zu Ende. Was hat denn. Ja. Also, habe ich den blöden Taskmanager aufgelassen. Aber das ist komisch, weil du hast doch den VTS 50 gewählt. Also eigentlich verstehe ich nicht. Ja gut, und Pete sagt, dass er keinen sechsten hat, also gar keinen hat. Also irgendwas ist hier komisch. Ja, und Pete's Topspeed kommt. Ich weiß nicht, ich probiere es nachher nochmal, aber ich glaube, Pete's Topspeed ist das, wo ich im fünften hängen geblieben bin. Also wo ich im fünften nicht drüber kam, als ich es mal probiert habe gerade. Sehr merkwürdig. Ja, ja, ihm fehlt das totale Scheiße DLC. Ja, das sind ja mehrere Sachen, die komisch sind. Die totale Scheißefahrt war sogar ein Rekord. Das eine ist, dass Pete keinen sechsten Gang hat, und das andere ist, dass ich mit dem fünften, den Demon die ganze Zeit nur benutzt hat, gar nicht auf die Geschwindigkeit komme, die er hatte. Ich muss den sechsten schalten, um die Geschwindigkeit zu kommen. Ich bin immer der langsamste von euch, was ist das? Was haben wir jetzt überhaupt? Ein Bagnetzer haben wir jetzt. Eine Frage der Geraden. So, und? Rotete ist noch nicht da, ne? Nur mal so am Rande. Ja, können wir ja schon mal bis zu ihm wählen. Bagnetta. Das ist auch so ein komischer Ferrari. Ja, das ist auch totale Scheiße. Das ist ein Mistauto. So, Pete kann dann auch schon wählen. Also bis zum Meter halt dran ist. Oh, der scheint eh wieder da zu sein. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt den Ferrari wählen darf. Stopp! Wer hat denn bis jetzt ausgewählt? Ich nur. Oh, warte, ich kann den Audi dann wieder leiser. Jetzt Pete. Ja, das Problem ist, HP2 Pete ist im Teamspeak gerade gemickmutet. Ach so, gut. Irgendwas wolltest du eben noch sagen, Stevie. Was war das jetzt? Jetzt hab ich den Faden verloren. Du fährst scheiße aufs Glück. Jo Leute, was für ein Auto nochmal? Bagnetta. Ferrari. Tomate, ich vermisse die Song-Request-Zeit, glaub es mir. Aber ich kann sie nicht mehr bringen. Ja, das ist klar. Ich meine halt nur, man könnte es eventuell über einen Jitsi-Server umgehen. Dass das halt nicht aktiv im Stream läuft, aber jeder kann es halt hören. Wobei man dazu sagen muss, es geben so viele Leute einen Fick drauf. Ja, nur weil, bin ich aber jeder andere? Nein. Ja, aber selbst große Streamer geben dann Fick drauf teilweise. Wie viele große Streamer? Ja, aber ich kenne auch einige, die hier jetzt zum Beispiel bei Pretzel oder bei Epidemic oder whatever, weil jetzt sich ein Abo angeholt haben, weißt du? Das ist bei Jitsi ja gerade das Geile, dass man da während der Konferenz da YouTube-Videos posten kann einfach. Was kann man machen? YouTube-Videos posten? Hosten? Hosten? Also da hast du so... Kannst du irgendwie so einen Button klicken, dann steht da Share YouTube-Video und... Ja. YouTube-Videos? Läuft das halt während der Konferenz. Ach, Moment, das funktioniert ja nicht. Ist doch einfach Share-Screen. Nee, das ist nicht Share-Screen. Das ist ja, aber ist doch selber, oder nicht? Oder was ist dann der Unterschied zu Share-Screen? Ja, dass das halt wirklich in der Konferenz so mit drin läuft. Du brauchst ja halt nicht den Bildschirm für zu sharen oder so. Ja, ich verstehe es noch nicht. Bringt ja ist halt wirklich wie es eher bei Twitch, so ungefähr. Das bringt aber in dem Punkt, okay. Ich wollte gerade sagen, ich stream noch auf Twitch, was bringt denn die Scheiße mit YouTube? Und dann habe ich es auch verstanden. Ich hasse diese Abkürzung. Gut gegangen. Und das Steuer nicht war die Kurve. Danke, Auto. Ich hasse diese Abkürzung. Oh, jetzt fahren die weg. Ah, Hilfe! HP2 Pete hat mich überholt. Wo ist der Windschatten, wenn man ihn braucht? Demnächst haben wir also den Nice Pete oder den Nice 2 Pete. Den Nicen Pete, jo. Den Nicen. Ich hab untersteuert für die Gülle hier, aber... Aber cool, dass du den Job nicht mitziehst. Muss man schon sagen.
Warum untersteuert ein Ferrari? Und setzt er von mal ab der nächsten Season mal ein bisschen Abwechslung zu bringen. Mal was anderes als nur diesen Bullshit hier. Wow! So wie ich hier erfahre, dürfte ich mich ja gar nicht HP2-Bieten. Ich musste mich gerade drehen, um zu resetten. Ach ja, stimmt ja. Weil Tomete noch hinter mir ist. Ja, was gibt's denn noch alles für Pete? Gibt's noch Most Pete oder Heat Pete? Es gäbe wie noch theoretisch. Pete? Das wäre doch mal auch ein Titel. Es gäbe noch theoretisch den MW Pete. Gibt's noch was den Mosby 3 Pete? Den Most Wanted Pete. Most Wanted Pete. den UT 2004 Pete. Alles Mögliche. Den Trackmania Pete, den gibt's auch noch. Oh, Trackmania Pete. So ungefähr. Wir haben aber auch echt nur den Joke angefangen, Alter, weil du unbedingt meinst, dass du Teamspeak dich Teamspeak-Beat nennen. Das ist auch der einzige Grund, warum. Ja, du, das hat sich irgendwie so gut gereimt, das habe ich mir da gedacht, so, fuck it. So, jetzt habe ich aber extra hart abgebremst, damit dieser Ferrari das Nein! auch schafft. Wo seid ihr beiden denn, mein Gott? Ich fahre gerade eine Rechtskurve. Das mache ich auch, aber da bist du nirgendwo zu sehen. Ich glaube, ich könnte sogar noch in Pizzlee sein, wenn ich diese scheiß Abkürzung nicht mal so verkacken würde. Meinst du an HP2 Piet? Was war das oder denn? Oder HP2 Piet, ja. So, Ravage willst du wissen heute hier. Oder HP2? Ich glaube, die Übung mit den ganzen HP2-Hosts hat ihm geholfen. Aber eigentlich, hat Pete in Nice 2 ja schon einen besonderen Namen. Weil während er sich hier überall Pete nennt, in Nice 2 heißt er Pedder. Oh ja, stimmt, ja. Tatsächlich. Da nennt er sich ja nicht Pete, sondern Pedder. Ja, das war noch so, das war noch so der Off-Name, wo ich mir gedacht habe, Also ich glaube, zwischen dem Baum und mir passte eben noch ein Pixel zwischen. Bis ja, dann hast du ja noch Luft zum Optimieren. Bis jetzt habe ich ja multiplayermäßig noch Glück, dass mein Name noch in der Länge passt. Auch wenn Hot Pursuit Remastered leider nicht Mr. Stevie zulässt, sondern Mr. Stevie 90. Wie? Gibt's schon Mr. Stevie? Das läuft ja über Origin und über Origin gab's schon Mr. Stevie, ja. Das ist ja was? Da gab es sogar meinen Namen mit Bindestriche schon. Ja, deswegen nennt er sich auch Dämon 01234569. Ja, und erst mit so vielen Zahlen war der Name nicht vergeben. Das musst du dir mal vorstellen. Das Beste ist, mir gebottet vor. Die Zahlenkombination heißt halt eben 01234569. Ich kann mir das 7 wäre es auch vergeben gewesen. Wobei, damals, als ich hier CyberGhost VPN abonniert hatte, da musste ich irgendwie da mit 50 Zeichen oder so nehmen, den ich dann auch in den Zwischenablagen kopiert habe, damit er gesagt hat, okay, der ist nicht vergeben. Ich meine, das kann auch nicht sein, dass selbst mein Name mit Bindestriche vergeben ist. Das hatte ich noch nirgends gesehen. Dann auch mit Zahlen dahinter immer noch vergeben. What the fuck? Da muss doch irgendwie gebotteter Account sein oder so. Wie gesagt, keine Ahnung. Der Name Mr. Stevie ist selber auch vergriffen. Ich musste halt dann eben Mr. Stevie 90 nehmen. Ja, aber wenn es bei dir wenigstens mit der Zahl ging, aber bei mir ging es ja selbst mit Zahlen nicht, obwohl ich Bindestriche in meinem Namen habe, was ja, eigentlich gut, ungewöhnlich ein ist. Ja, Herr Ravage, weiß nicht, was das für ein, was, wie hieß das, Ex-Ravage oder whatever? Ja. ESG könnte ein Clan sein. Ravage so, war besetzt. Weißt du, bei Twitch nicht auch Demon 766 oder so? Ja, weil ja, aber da gehen die Bindestriche nicht, da ist es klar, dass dann Dämon vergeben ist. Ach so, ja, gut, wenn es da keine Bindestriche gibt. Das ist aber kein Geheimnis, dass dann der Name Dämon Aber mit Bindestriche hatte ich das noch nie gehabt, dass der vergeben ist. Also das ist echt special mit Origin gewesen. Und schon wieder die Abkürzung verkackt, meine Fresse. Jedes Mal fahre ich gegen diesen Kackbaum. Oh, untersteuer hier nicht so, please, Auto. Du Tomete, du nennst dich ja auf Twitch Monster Tomete. Ja, so heiße ich bei YouTube aber auch. Letzte Runde und dann. Ich find's nur gestern so witzig. Robert schreibt mir in Discord, er hatte keine Zeit zuzuschauen. Ich schreibe ihm in Discord, während ich die Nachricht abgeschickt habe, schreibt er so im Chat, schreibt er im Twitch-Chat, Robert schaut jetzt auch zu. Oh, komm, das.
Boah, das steuert der hier, Alter. Auch interessant. Wofür steht die 550? 550-fache Untersteuerung oder was? Ja. Ach, ich hätte eventuell noch den Porsche Pete anzubieten. Ich hab nicht den Unleashed Pete? Ja, den Porsche Unleashed Pete. Oder Pete einfach. Stimmt ja, Porsche ist ja auch so ein Teil, was irgendwie im Deutschen nochmal einen anderen Zettel bekommen hat als im restlichen Rahmen, ne? Porsche 2004 ja, und Porsche Unleashed Pete. Obwohl es ein und dasselbe Spiel ist. Mhm. Ich hab's dem Baum wieder gegeben. Das Beste ist, hier wird es ja eigentlich als nur Porsche betitelt, aber eigentlich nennt es sich ja nicht was wie Porsche 2000. Eieieiei. Ach Gott, das wer nennt das Porsche 2000? Eigentlich, laut Wiki heißt es hier Porsche 2000 normalerweise. Die Bezeichnung habe ich nie gehört. Oh, da fliegt ein Auto auf mir drauf. Und im restlichen Internationalen halt eben Porsche nicht. Den Namen finde ich am besten, aber gut. Es gibt hier einige Spiele, die im Deutschen ein bisschen mehr drunter gelitten haben. Wie nice. Ja gut, dass sich das Ding Breakneck nennt, ist eine andere Sache. Nice 2, also... Ja gut, Nice 2 ist am besten nice 1 heißt, spielen, weil das nice eh eine deutsche heißt, Firma ist. Und Nice 1 nennt... Und wegen Eddie vor allem. Und, ja. Und Have a Nice Day, also der erste Nice-Teil, der heißt ja im... Deutschen ja auch schon wieder anders. Also Nice ist echt zu empfehlen und Deutsch zu spielen, so wie man Deutsch verstehen kann. Eieiei, was für ein Auto. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der englische Eddie genauso lustig ist. Die Frage ist, wie machen wir das mit Need for Speed 4? Im Deutschen nennt es sich ja Need for Speed 4 brennender Asphalt. Die Rundenzeit von Kirsche mal wieder. Ja, und sonst heißt es hier High Stakes. Richtig. Alle möglichen anderen Runden nur Scheiße. Ja, auch knallt wieder die 1,27 dann, das ist echt nicht wahr. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Need for Speed Teile, die eine Veränderung bekommen haben, ne? Wobei High Stakes, das ist ja in Deutschland extrem angepasst, das ist das Einzige, das wirklich einen deutschen Asphalt. Namen richtig hat. Warum auch immer brennender Asphalt? Also. Ja, ist doch lustig, vom durchdrehenden Reifen wahrscheinlich. Jo. Da brennt der Asphalt. Freut dich, wir haben schon wieder National Forest. Yay! Ja. Jetzt fahren wir aber BMW Z8, ne? Das ist mal ein brauchbares Auto. Wagen vom Server anfordern. Ah, ja, mach mal. Jetzt müsste der Server die Antworten wagen, nicht verfügbar für Tomate. Ich glaube, es gibt die anderen Spieler haben schon. Bieten dir ein HSV stattdessen. Es gibt ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr alle Z8 fahrt und ich fahre F1 LM, also. Ja, das hättest du wohl gerne. Was wolltest du sagen, Stevie? Zwei Need for Speed-Teile, die im Deutschen verändert wurden, ne? Glaube ich. Ja, soweit ich weiß. Alle anderen haben den gleichen Namen bekommen, glaube ich sogar. Alter, wir haben ernsthaft 8 Runden National Forest. Ja, besser als 8 Runden Palm City. Alter, wir haben aber auch heute recht lange Runden National Forest. Ja. Heute ist ein National Forest Fetus hier. Also ich weiß nicht, was dein random.org hat, ne? Also. Der mochte Wald heute. Das Beste ist, wir haben heute nochmal einen National Forest mit dem CLK. Und hey, 7 Runden! Ja, mit dem, CLK ist das ja eine schnelle Nummer. Ich kann den National Forest nicht mehr sehen. Och, ich schon, die Strecke ist spaßig. Bis auf die Abkürzung da ist die geil, ja. Mein Rail ist schon unten hier. Ja, genau die ist die. Das ist die einzige, die ich gerade in National wüsste. Die Dreckabkürzung da, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo man da... Ach nee, hier ist ja auch eine Abkürzung so gesehen, aber man kann auch den ganz weiten Weg außenrum fahren. Ja, kann man ja, auch, mein ich nicht. Kann man natürlich, aber ob man das sollte... Naja, laut Karte ist das ja die Vorhaltweg so gesehen, es ist hier eine Abkürzung.
wahrscheinlich mal auf der falschen Straßenseite dann fahren müssen. Ah, fuck, ich muss hier abbremsen. Scheiße. Was? Ja, ich hab das ein bisschen vercheckt, die Stelle hier. Das Ding fährt man durchweg Vollgas, genauso wie der Diablo. Kannst du so viel ich mich kenne, schaffe ich das sowieso nicht. Also so viel zum Abbremsen gibt's hier wirklich nicht. Vollgas ist bitte. Ja, aber ja, manuell runterschalten halt. Ah, runterschalten. Manuell runterschalten. Oh, Moment, kann ich ja nicht. Ja, dann könnte es vielleicht ein bisschen kniffliger werden. Hallo, Wanz. Die habe ich noch. Ach ja. Hier war die Drehung. Ja! Irgendeiner macht sich wieder ganz schön Druck. Ich schätze mal, dass die Kirsche ist. Yep. Damit habe ich meine Drehung auch jetzt für diese Strecke hinter mir. Bis zum Meter. Tschüss. Wir sehen uns dann irgendwann am Ziel. Obwohl, eigentlich sollte es auch mit einem Automatik-Vollgas gehen. Nö, ich musste gerade eine Wand berühren, um mich dann zu drehen. Oh, wer drückt hier so? Kirsche, du bist das doch wieder. Also eigentlich will ich hier nur in Ruhe langfahren und du bist derjenige, der drückt. Nee, du drückst hier ganz schön an meinem Heck rum hier. Aber wie, du machst einen Lackschaden. Keine Sorge. Wenn ich mit dem Schaden an deinem Auto fertig bin, ist der Lack dein geringstes Problem. Ja, ja. Gemeingefährlicher. Oh, fährt bei einem Sandmann ein bisschen weiter außen. Ah, da hat Piet einen Fehler gemacht, das ist gut. Das ist gut. Aber ran komme ich trotzdem nicht. Das ist schlecht. Okay, ja. Ich mache zu wenige von der Sorte von Fehlern hier. Das ist. Kann ich da mal ein bisschen höher schrauben mit der Menge an Fehlern. So wie ich in der ersten Hälfte des Renntages. Kannst du das mal machen, Kirsche? Ja. Bei dem totale scheiße Auto nachher vielleicht. Warte, ich weiß, was Kirsche sagen wird. Nein. Wo ist denn Piet jetzt schon wieder hin? Eben habe ich noch doch gesehen. Warum fährst du jetzt vor mir? Da ist die Sicht einfach besser, außerdem ist die Luft hier auch viel frischer. Nee, der Motor hält das nicht aus. Du hast doch den gebrauchten Z8. Den gebrauchten? Ja, da war der Motor nicht mehr so gut, den musst du schon. Ja, der war schon eingefahren. Ja, den hat der Vorgänger zu hart eingefahren, der hat schon ein bisschen Schaden. Der hat Kaltstart benutzt und so. Also da musst du jetzt aufpassen, der geht schon leicht hoch, der kocht schnell. Bei dem wurden Kaltstarts benutzt, das mögen die Autos nicht so. Ja, das ist nicht gut. Ja, aber die paar Runden hält er jetzt noch. Und dann nach wie die Sinnflut. Kam ich beim Start eigentlich besser weg als du, Kirsche, oder? Ja, leider, was hast du denn gemacht? Ich bin im zweiten Gang losgefahren. Ach, krass, okay. Weil es mir ist nämlich echt aufgefallen, dass du da weggefahren bist. Oh, aber diesmal mit Vollgas, weil da habe ich ja nicht so viel Durchdrehung dann. Krass. Ich habe mir gedacht, das muss doch auch möglich sein, mit dem zweiten anzufahren, so kurz wie der scheiß erste Gang übersetzt ist. Das hat mich jedes Mal aufgeregt bei dem Auto. Habe ich mir gedacht, probierst du einfach mal ein Experiment. Wie reagiert er darauf, wenn du mit dem zweiten anfährst? Ja, gute Idee, echt. Anscheinend war das eine gute Sache. Ah, nächstes Mal fahre ich im dritten an. Na, das ist, glaube ich, nicht so gut. Das könnte dann doch eher kontraproduktiv sein. Ja, aber der erste war mir jedes Mal zu kurz übersetzt. Das hat mich jedes Mal genervt. Alter, warum ziehe ich denn immer näher zu den Bäumen? Ruhig! Die fahren wir genau gleich, habe ich das Gefühl. Ja. Doch nicht, dieser Zweck ist auch nur Sound und keine Musik. Oh, nee, fuck. Der hat das schlecht gejumpert. So. Ja, bist immer noch viel zu nah dran. Den musst du dir wohl auch anschauen. Welche Gänge benutzt du denn hier gerade? Den fünften. Ja, größtenteils glaube ich auch. Wobei, die Automatik hat mich gerade in den sechsten gebracht. Und soweit ich... den Sprung fahre ich im sechsten. Sechsten aber schon, ne? Teilweise. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine. Der sechste nur bei dem großen Sprung. Ja, und bei dem Sprung beim Sägewerk auch. Genau, bei den beiden, ja. Ja.
So, aber nicht bei der bei den langen Geraden. Bei so. Den langen bei den langgezogenen Kurven bin ich im fünften geblieben. Ich meine, irgendwann geht die Drehmomentkurve doch auch wieder runter, oder? Weil wenn es zu hoch wird, die drehen soll. Bei HP2 lohnt sich fast immer, die Gänge auszufahren. Jo. Okay. Prinzipiell müsstest du es probieren, musst halt eben gucken, wenn du schaltest, ob du überhaupt eine Geschwindigkeit erreichst, die höher ist als vor dem Schalten. Es gibt sogar Stellen, da ist es sinnvoller, begrenzter vom Gang drin zu bleiben, als dass du einen Gang höher schaltest. Dann sag das mal bitte der Automatik. Danke! Der Wagen ist das oh, eine. Was ist das? Das war eine kleine Unoptimalität. Du machst echt das nach, was ich im ersten Rennen. Im ersten Rennen, genau, ja. In die ersten vier Rennen oder so. Nee, also hier will ich mich nicht noch ums Schalten kümmern. Also bei NFS4 eventuell noch, aber. Bei NFS4 ist bei mir No-Go mit Schalten. Ja, aber so viel Schalten ist ja halt eben nicht, ne? Hier ist mit Schalten tausendmal angenehmer als bei Need for Speed 4. Ich hab's zwar sucht und hab's nur verhunzt. Wenn ich das wie hier hast du so viele Geschwindigkeitswechsel, wesentlich krasser als hier. Ja, aber in die Fast wie 4 das, Ich glaube, das kriegst du einen Schaltwurm. Ich meine, ja, der gut, schaltet in den 6. Bin ich halt bei besser als hier. Der schaltet in den 6. bei ca. 212. Das ist sehr früh. Naja, sehr früh ist das nicht, aber es geht halt eben, ja. Ja, aber das Problem ist, dass der Gang halt so dermaßen langsam ist. Ja, und du brauchst ihn halt wirklich nur, wenn du über 231 kommst. Dann brauchst du ihn erst. Und das sind halt nur die Sprünge. Ja gut, also genau bis dahin geht der. Der hat sogar bei 211 schon hochgeschalten. Also ich bin gerade bei 189 und der ist im 6. Was? Was? Und ich fahr automatisch, also. Manuell automatisch. Ja gut, der schaltet erst auf dem 5. glaube ich bei 170 wieder runter auf dem 5. oder so. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist natürlich an für sich schon ein Handicap natürlich. Ach, man merkt schon, dass ich keine Zeit zum Üben hatte. Hey Radio! Bring uns das typische Lied, danke! Kam nämlich noch nicht. Nee, das hab ich euch beim Üben schon weggeschnappt. Ernsthaft? Ja. Wie kannst du nur? Also ich hab's beim Üben heute nicht gehört. Ich schon. Dann habt ihr nicht gleichzeitig geübt. Genau, das wird's wohl sein. Das wäre ein plausibler Grund, ja. Ich will nicht wissen, wie viele Lieder eigentlich im Radio sind und wie viele wir schon doppelt und dreifach und vierfach gehört haben. Da sind eine ganze Menge drin und 80% davon wurden wahrscheinlich noch nie abgespielt. Oder abgespielt, während wir es nicht gehört haben. Wäre sowieso mal interessant gewesen, was wir gehört haben, wo wir anwesend waren. Aber das kriegt man ja natürlich nicht raus. Läuft denn das Radio überhaupt, wenn keiner zuhört? Ja. Sagen wir mal so, Dennis, ich hab ein Tool, wozu ich die Möglichkeit hätte, in meiner Aufnahme anzuzeigen, was für ein Lied läuft. Oh, das ist cool. Ein Tool hätte ich dafür, aber noch nie eingebunden. Das wär doch eigentlich sogar mal mega cool. Das YouTube einfacher machen, rauszufinden, wogegen du gerade verstößt, ja? Ist das für OBS? Ja. Aber das musst du mir mal verlinken. Unterstützt der Winamp? Sollte? Musste mal gucken, aber ich sollte? Das würde ich bei mir nutzen, tatsächlich. Nagel mich nicht drauf fest, ich müsste erst gucken. Okay? Aber es wäre cool, wenn das gehen würde. Das würde ich tatsächlich bei mir nutzen. Aber du kennst doch eigentlich alle Lieder, die da drin hast, oder? Ja, aber für die Zuschauer ist es ja auch cool. Ich meine, ja du, wenn es danach geht, ich kenne alle Leute im Teamspeak und für die Zuschauer habe ich trotzdem eine Einbindung, dass man das im Video sieht, wer gerade quasselt. Also, Ja, außerdem, ich höre zwar sehr gerne MotoJesus zum Beispiel, aber ich kenne jetzt auch noch nicht alle Songnamen auswendig zu dem Lied, weil so, ja, ich muss, weil ich kenne die ja noch relativ frisch trotz alledem. Und ich habe die immer nur im Radio gehört. Ich möchte damit aber erstmal auseinandersetzen. Ja, kannst du ja den Link geben, wenn du ihn findest und dann. Und es funktioniert, klar. Wobei MotoJesus haben wir doch auch schon ein Jahr mit drin in der Playlist, oder?
Ja, aber er kennt nicht alle von ja, aber ihnen. Wenn man immer nur Need for Speed spielt und nicht auf die Titelnamen guckt, kennt man trotzdem die Titelnamen nicht. Ja, dann also, guckt er halt genauer hin während des Spiels. Die man sieht dieser ja nicht während der Aufnahme. Ich gucke und wenn ja, es klappt, Legend. Dann sag ich dir Bescheid. Jo. Du hast, glaube ich, einen Monitor angeschlossen, oder? Ja. Ah, du kannst dich auch im Handy im Radio einloggen. Ja, aber nicht während der Fahrt. Doch, doch. Und dann guckst du während der Fahrt auf dem Handy, was da gerade läuft. Nee. Das ändert sich. Sagt er, Scheiße, ich hab grad aufs Handy geschaut. Ja. Oh, ist ja nur simuliert, da darf man das. Nee, ist ja simuliert. Diese Zeit habe ich während der Fahrt nicht. Außerdem kommen die Bullen, wenn wir während der Fahrt aufs Handy gucken. Ja, wenn du Cops willst, spiel Hot Pursuit Remastered. Ich glaube, die Bullen haben hier mit meiner Geschwindigkeit mehr Probleme als jemand. Als wenn ich jetzt gerade ein Handy benutze. Vielleicht schaffen wir es dann, dich auszuschalten. Außer man hat einen Leruzzi, der es sogar schafft, Fluchtphase zu kommen. Diese Kuppe, ich hasse diese Kuppe, die hier ist an meinem Sägewerk, ey. Das muss man sich mal vorstellen, man fährt da mit 300 Sachen da durch die Stadt und wird angehalten. Jetzt hab ich hier so wenig verfickten Schwung, dass Kirsche mich jetzt kriegen wird. Nee, leider nicht in der letzten Runde, du musst schon noch irgendwas machen. Diese gottverdammte Kuppe, die da ist, manchmal kriegt man die so scheiße, dass man die total untersteuert. Totale Scheiße. Nee, den fahren wir hier, ich glaube hier nach. Oh Gott, nee. Na, von dem Abstand kann ich mir ja auch nichts kaufen auf den Punkten hier. Ja, hier nach fahren wir die totale Scheiße. Ja, also wenn es danach geht, also wenn du dir von dem Abstand nichts kaufen kannst, dann kannst du mich auch kurz gewinnen lassen. Aber hey, nee. freut euch, die totale Scheiße fahren wir nur zwei Runden. Ach, das ist gut. Das ist schon mal viel wert. Auf Alpine Trails. Also noch kürzer. Auf Alpine Trail geht da sogar zu fahren eigentlich. Ja, da ist dann jeder Crash noch schmerzhafter. Das kannst du nie wieder aufholen. Ach, bei Alpine Trail nehme ich ja wieder aus Versehen die falsche Abkürzung, ne? Nee, nicht aus Versehen, aber ja, du nimmst sie. Gut, dass du das schon mal weißt. Ja. Ja, Ravage, das war doch ein nices Kopf-an-Kopf, ne? Ja. Hätte ich gerne mal sowas, aber... Ha, ich war ein Zehntel schneller als dem. Ja, ab und zu hast du es aber mit mir. Nee, du bist 10.000 Kilometer weg. Alter, das sind einige Kilometer, wenn das wirklich so... Ich weiß es nicht, es war jetzt einfach nur... Eine grobe Schätzung. Mir wird dir das ja nicht gesagt, wie weit der voll weg ist. Nee, weil der... Mit der Positionsanzeige damit jetzt schon nicht zurecht käme. Er ist jetzt im Ziel und ich bin. Jetzt im Ziel. Ja, das waren jetzt keine, wie viel auch immer, 10.000 Kilometer. Du bist Zweiter. Ich nehme an, das war nicht mal ein Kilometer. Ich habe doch nur an sich es gesagt, Mann. Natürlich hatte ich jetzt eine bessere Rundzeit, aber nur. Sogar nur eine minimal. Sekunde aber weniger, aber zum Glück jetzt ich. So. Oder mehr eigentlich. Oder so. So, was haben wir jetzt schönes Rennen? Oh Mann, ich war jede Runde ein kleines bisschen die letzte auch. Nicht. Doch, jede Scheiße. Runde schneller als du, bis auf eine. Ja, Crashs sind halt schmerzhaft. So, die totale Schande. Ja, der ist halt wirklich total scheiße. Kann man eigentlich irgendwo auch die Textdateien ändern? Dass da nicht mehr steht vor ja, TS50, sondern totale Scheiße? Ich meine jetzt die. Ich meine jetzt die Texte, die in dem Spieler entstehen. Also es werden ja irgendwelche K-Text-Blabla-Dateien eingebunden in den Inis. Ich habe da nie reingeguckt, was in den K-Text irgendwas da drin steht, aber wer weiß. Da könnten wir ja gucken, ob wir die TS auch umbedenken können. Den Cheat Engine kannst du den ändern. Krieg immer diese Cheat Engine. Dennis Lieblingsprogramm geworden. Ja, anders geht's nicht. Welches Lieblingsprogramm hat Dennis? Bist ja auch super nützlich, das Ding. Was man damit alles wundert mich eigentlich, dass er in HP2 das noch nicht nutzt. Das
Macht er doch, macht er doch. Zum Umstellen der Strecken macht er das doch. Ich nutze es doch. In Apex 2 nutzt es? Ja, ja. Natürlich, auch zum Umstellen der Strecken-Settings. Ja, und deswegen will Dennis keine neuen Spiele mit einem implementieren, weil... Auch bei neuen kann man das auch machen. Ja, ja, die schreiben auch in den Arbeitsspeicher rein. Nicht alle, glaube ich, unbedingt. Oder meinst du, du doch, willst das jetzt... Doch, alle Spiele HP schreiben Masters in den Arbeitsspeicher, das würde ich doch schon... Most Wanted oder G2 das reinbekommen. Also ich will sehr stark davon ausgehen, dass jedes Spiel irgendwas in den Arbeitsspeicher schreibt. Ja, anders wird es nicht gehen. Wird sonst schwierig. Du musst nur die Adresse wissen, dann arbeitet dann kannst du es ändern. Egal welches Spiel. Und modernere Spiele benutzen natürlich Multipointer. Wie HP2 ja auch schon. Du musst mal halt ein bisschen intensiver rangehen, als so einfach wie bei Need for Speed 4 oder Nice, wo es statische Adressen sind. Gott, das sind hier keine festen Adressen hier, die du hier ändern musst. Nee, sind keine. Nee, es ist ein Multipoint, da muss, ja. Boah, nee. Ist es dann nicht fast einfacher, das manuell auszuwählen? Ja, du musst es halt prüfen, dreimal angucken. Wenn man die Base-Adresse gefunden hat, dann bleibt es ja so. Dann kümmert sich Sheet Engineer darum, dass er immer die richtigen Adressen ändert. Aber du musst halt die Base-Adresse, den Pointer immer finden. Haben jetzt überhaupt alles gefunden, so die, so zum Beispiel jetzt in SDX, so die Rundenanzahl und vorwärts, rückwärts und so, das, da muss man ja erstmal die ganzen Adressen finden. Ja, die musst du erstmal finden, genau. Boah. Das ist klar, die musst du natürlich erstmal finden. Wir haben übrigens ein Problem. Tomate ist hiermit disqualifiziert. Er hat es nicht geschafft, einmal diese falschen Abkürzungen zu nehmen. Das geht natürlich gar nicht. Ich hätte 2 Millisekunden bestimmt eher im Ziel sein können, wenn ich daran gedacht hätte, dass es die letzte Runde ist und ich habe da vor dem Berg abgebremst. Tomate ist auf jeden Fall jetzt disqualifiziert. Ja, schade, dass er sowieso schon letzter ist. Du bist Zweiter. Wieso gewinne ich mit diesem Scheiße. Wieso gewinne ich mit diesem Auto gegen Kirsche? Weil das ein Scheißauto ist. Einstein hat das ja auch gewonnen. Ich sollte das Auto echt gut finden. Mit dem gewinne ich gegen Kirsche. Ich finde es bis heute übrigens noch witzig, dass Dennis übrigens der Einzige ist, der dieses TRR schafft, weil er so einen kurzen Namen hat. Alle anderen nee, können den kann man tatsächlich wenn ich das TRR, ja, aber wenn ich das mache, funktioniert Mr. Stevie nicht. Doch, wenn du es in der INI-Datei änderst, in deiner Profildatei. Ja, du kannst es auch hier mit /name ändern auf längeren Namen, aber dann geht es ESEC nicht mehr. Oder so. Ja. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber mein Name ist kürzer. Die INI musst du mir mal später so mal sagen. Du kannst, so. Du müsstest auch hier mit /name ändern können, aber wenn es länger als, keine Ahnung, was waren das Buchstaben ist, dann geht ein ASEC nicht mehr. Und Ravages Name ist auch kürzer. Ja, aber gut, Dennis ist der Einzige, der das umlegt hat. Ja, Stevie meinte, der kann halt eben das TRR noch davor schreiben vom Platz her. Oh, ja, das könnte ich auch, theoretisch. Wir würden dann kürzer als, ja. Wir müssen den typischen... Oh, scheiße, ich war vor Stevie, kacke. Achso. Guter also, Trick. Also nochmal neu? Ja. Auch um Liebe dann auch gleich reflexartig. Ja, wir müssen übrigens... Ich habe irgendwie immer so auf dem Schirm, dass ich jetzt Zweiter mache. Wir müssen übrigens den typischen Brauch halten, oder? Gut, habe ich jetzt gemacht. Ist das letzte Rennen. Was ist beim letzten Rennen der typische Brauch? Ach, wirklich? Tomate, guter Trick, aber nimm das andere Auto. Oh. Ja, wechsel einfach um. Du hast disqualifiziert. Du hast den Slot ja trotzdem. Wechsel einfach. Hast du. Okay, hat er. Start. Warte. So. Ich hab den typischen Brauch. Guck meine Karre, welche Farbe die hat. Ich hab mich die ausnahmsweise mal angedingst. Angeschlossen. Ich hab meine Flamme, die Kirsche nicht sieht. Ach doch, mein Mercedes ist es wieder. Ach, das ist ja, ne? Nee, klassisches Silber sehe ich bei dir. Achso, ach, das ist doch schon so schlimm. Aber ich hab halt den Brauch gehalten. Im letzten Rennen muss das Fahrzeug rosa sein. Oh.
sogar gerade noch ganz Ende. Sehe eine ganz Menge Silberne irgendwie. Alter, was mache ich denn jetzt hier? Silber? Ja, also Default-Farbe, welche auch immer die Default-Farbe halt eben bei dir ist. Genau genommen alle bis auf zwei. Silber. Ich sehe kein Silber-Points. Default-Farbe, welche auch immer das bei dir ist. Ich muss mich dran gewöhnen, hier ist es jetzt irgendwie andersrum, die Strecke. Fuck! Also vorwärts gespiegelt! Ich hab mich eben auch abgeschossen. Hab einen rosanen. Hab ich den? Hä? Du hast einen rosanen? Ich dachte, Stevie hätte den rosanen. Ja, ich hab ja auch den rosanen. Ich sehe aber nur zwei, meinen und noch einen. Ich hab rosa genommen. Der Karte nochmal genauer drauf achten. Das auch, dass die Strecke mit diesem Auto und dann noch eine komische Fahrtrichtung ist schon gar nicht klar, ja. Stevie, bist du gerade auf dem ersten dann, oder? Nee, das bin ich. Ja. Okay. Wo ich hingehöre. Alter, ich komme damit nicht klar, dass das gespiegelt ist gerade, ne? Ja, ich kam damit die ganze Zeit zu hatten. Na, nach 8 Runden gewöhnst du dich dran. Nein! Oh, oh, was ist das? Warum ist sie denn jetzt gespiegelt? Mann! Ringrandom.org. Alter, ich komm da nicht drauf klar. Auch nicht. Oh, ich hatte so ein Ravage. Oh, scheiße, das war's, glaube ich. War ich gerade wieder hier am Anfang des Renntages. Mann, ey, der muss jetzt unbedingt wegbrechen. Der hätte jetzt nicht einfach noch die restlichen 6 Runden so. Oh, happy Zeit, Pete. Die restlichen 6 Runden, ja. Oder 7. Oder 5. Alter, ich komme aber mit dem Gespiegeln echt gar nicht klar. Komm. Ich auch nicht, aber Ravage ist hier grad. Du musst so richtig umdenken gerade, Alter. Ja, ich sag doch, nach 8 Runden hast du dich dran gewöhnt. Wir fahren aber nur 7. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich bin nicht Dennis, den du da veräppeln musst, danke. Okay. Ach ja, Dennis ist ja der, der in die Bäume fahren muss. Solange Dennis nicht den Pietz mitmacht, ist alles okay. So nach der 6. Runde einfach denken, das wäre die letzte Runde gewesen. Die Bäume sind ärgerlich manchmal. Nein! Oh, da haben wir meinen Dreher gehabt. Eben, wo warst du die ganze Zeit? Nach Unfälle. Wieso will ich immer wieder zu den Bäumen? Hör auf! Kann ich wieder sehr gut hier mit den Unfällen. Ja, der ist halt sehr rutschig auf dieser Strecke. Da wäre der echt angenehmer gewesen. Aber Random.org ist kein Wunschkonzert. Nee. Ich mag die Fahrt. Dieses scheiß Gespiegelte komme ich hier gar nicht drauf klar. Alter, ich versuch mal was und... Nein, ich lass es. Vor allem mit dem Auto hier. Na, die Strecke hätte ich mir mehr angucken sollen. Also, dass ich die ersten beiden Runden besser als die fahre, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, ist doch klar, wenn ich zwei Unfälle drin hatte. Was erwartest du? Also, einen hatte ich auch. Na, ich hatte zwei gehabt. Nun weißt du, warum du vorne warst. So, Tomate, das heißt, du musst sonst immer nur höchstens genauso viele Unfälle wie Demon machen, dann gewinnst du. 1,19 sind auch grottenschlecht. Och, nee. Nein, da waren's. Immer noch grottenschlecht bei mir hier. Ach, weh. Ja. Nein, Wagen! So. Ist klar. Ja, liegt halt noch in den Weg. Ja, ich baue bestimmt einfach den nächsten Fehler. Ja, dass ich hier. Was mache ich denn hier gerade? Die dritte Zeit Runde war ja fehlerbehaftet as fuck. Ja, das Auto ist halt einfach sehr rutschig. Nein! Und sehr schnell. Keine Ahnung, was ich mir gerade zusammenfahre. Damit ist die vierte Runde genauso fehlerbehaftet. Ich habe keinen Bock mehr zu lenken, ich fahre am besten noch geradeaus. Alter, ich krieg seit der zweiten Runde nichts mehr geschissen, Alter. Ich glaube, meine 1.30er-Zeit ist immer noch meine Runde 1-Zeit. Ich bin bei 1.23.3.
Ich würde gerne mehr schaffen, aber irgendwie muss ich die ganze Zeit nur noch Fehler über Fehler über Fehler über Fehler machen. Was anderes kann ich nicht mehr. Also, 5., 6. und 7. bitte auch Fehler machen. Danke. Das wäre echt geil gewesen, wenn wir hier jetzt zwei Rundgang hätten, dann wäre ich nämlich Zweiter geworden. Nö. Flieg doch dann mal gerade rüber, what the fuck, ey. Nur eins, ich wünsche mir von random.org bitte was. Beim nächsten Mal lassen wir bitte National Forest raus. Ja, jetzt überholt mich Stevie wieder hier. Aber das wird auch. Nee, das ist Pete. Ja, Anzahl an Strecken, die HP2 besitzt und 8 Strecken, die wir fahren, schwierig, dass eine bestimmte Strecke ja nicht drin ist. Nö, diesmal sind sehr viele Strecken nicht drin. Yeah. Oh, okay, 5. Runde, keine Abkürzung. Fehler. Yay! Baby, vielleicht kriegst du es ja wieder geschissen, wenn du das nächste Mal bei Total tankst. Hey. Total tankst? Ja, die Tankstelle. Total. Ja gut, dann, ja. Aber da könnte man eigentlich auch beides gehen mitmachen. Kenn die nicht mal. Total Tankstelle kennst du nicht? Ja. Wow, in welchen... Damit haben wir den Dreher. Hier, noch ein Dreher. Komm, noch ein Dreher. Ich will noch einen. Nein? Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es die Tankstellensorte hier nicht gibt. Was? In welchem Kaff lebst du bitte, dass es sowas nicht gibt? Total sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Traurig. Hä, es gibt deutschlandweit, oder nicht? Glaube ich, ja. Aber sowas wie Esse und Aral hast du schon mal gehört, oder? Ja, sicher, aber nicht das. Aber nicht, total. Die Mitte komisch, eigentlich oder? Einer der bekanntesten und auch eine große Kette ist. Genic. Boah, ich krieg die scheiß Sägekurve. Sägewerkkurve nicht hin mit dem Auto und der spiegelverkehrt scheiße hier. Bin's immer noch traurig, meine beste Rundenzahl ist immer noch von Runde 1 oder 2. Seitdem habe ich nichts mehr geschissen. Ich jetzt. Auch nicht. Alter, und ich und irgendwie. Alter! Wagen! Ach. Hallo! Aufwachen! Ich möchte auch mal gerade ins Ziel fahren! Wobei, ich glaub, mit dem CLK kommst du auch nicht hin. Ist vielleicht die CLK genauso eine totale... Okay, 6. Runde, auch scheiße. Okay, total nur Halbgas, ab jetzt. Jedenfalls das hätte ich mehr üben müssen. Jedenfalls kriege ich mit dem CLK nicht hin, das Sägewerk Vollgas zu fahren. Nee, das geht auch nicht. Also, wenn das Stevie ist, dann hat er keinen Dealer bei mir. Endlich, ja, das war's. Ja, ich fahre nur noch Halbgas. Also was anderes kriege ich nicht geschissen. Also gebe ich kaum noch Gas. Ja, das Gemeine ist, an sich richtig. Man darf nur, muss an den richtigen Stellen Halbgas fahren. Nö, seit der 2. Runde kriege ich keine Zeit mehr, weil ich behindert bin und nur noch Fehler baue. Ich drehe mich, ich fahre irgendwo gegen, ich bleibe irgendwo kleben, oder irgendwas. Ja, der ist halt sehr, sehr rutschig, der Wagen. Genauso eine totale Scheiße. Ja, das Ding ist halt, er ist an sich nicht schlecht, er ist nur sehr giftig. Der passt halt überhaupt nicht zu der Strecke. Kann ich hier auch einen totalen Scheiße-Skin machen, bitte? Besten zu allen Fahrzeugen. Ja, ich fahr schon totale Scheiße. Wo man keinen Fehler machen dürfte, baue ich Fehler. Tut übrigens weh, nicht Vollgas zu drücken die ganze Zeit. Musst du aber das Bein anstrengen, ja. Mhm. Oh Mann, oder war nicht Alter, mein Tag? Alter, es ist wieder Start vor Start. Ja, du bist aber verdammt wieder rangekommen. Ich habe auch in einer Runde einen Vollcrash gebaut und musste von Null losfahren. Das war echt nicht mein Tag heute. Aber wie machst du denn das, wenn du in dem echten... Och, das ist doch ein Scherz! Das ist so ein behinderter Dreckscherz! Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin wieder gegen den Baum gefahren. Ja, ich hatte auch bei diesem Waldteil die meisten Probleme. Dieses Spiel wird hiermit deinstalliert. Das hätte ich screenshotten müssen, wie ich ins Ziel geflogen bin. Oh, du stehst da ziemlich auf der Ziellinie. Hättest du auch aufnehmen können zum Meta. Dieses Spiel wird hiermit offiziell von meinem PC deinstalliert.
Weil es doch eigentlich so ein Lenkradspiel, oder? Das geht mit Tastatur, aber gerade diese Waldstrecken, diese langgezogenen Kurven, da hast du halt Schwierigkeiten mit Tastatur. Also bei Wald bin ich mit Tastatur, da kann ich machen, was ich will, eine Sekunde langsamer als mit Lenkrad. Ich glaube, ich müsste einfach GP2 auch aufzunehmen, das sah wirklich extrem geil aus. Da habe ich bestimmt 5 Sekunden verloren, aber... 1:30:20 ist seit der ersten oder zweiten Runde meine Rundenzeit. Seitdem habe ich nichts mehr geschissen gekriegt. Nichts mehr, weil ich dann nur noch Bäume, Drehung gekriegt habe. Nichts anderes mehr. Behindertes Dreckscheiß, Alter. Könnt mich mal, ey. Lass uns im Anschluss nochmal dieses Ding mit diesem einen Auto da probieren, mit dem 5., 6. Gang. Welches war das? Na, war das der Barracetta oder Viper? Einer von denen. Das sah die totale Scheiße. War das der TS? Ja, stimmt, genau, der TS war das, ja. Der Sieg gehört dir. Ja, Rundenzeit war in Ordnung, aber meine ganzen Fehler waren halt scheiße. Ja, Runde 6 habe ich 1:25 und du hast in Runde 2 1:27. Oh, in Runde, na gut, also in 1 ist ja die Startrunde. Meine Rundenzeit finde ich auch gar nicht so schlecht eigentlich. Am meisten ärgert mich das mit dem Diablo-Rennen, oh Mann, das Rennen habe ich eigentlich so gemacht und das lief nur schief. Das war so frustrierend. Obwohl ich das Rennen eigentlich am liebsten mochte.